Glücklicherweise weht hier oben immer eine frische Brise. Das heißt, frisch ist zwar nicht ganz so frisch, aber zumindest erfrischend. Schlecht für den Ton hier, aber gut für mich, dann sehe ich nicht ganz so fertig aus. Marmaris liegt geschützt an einer Bucht an der türkischen Ägäis in der Provinz Mula und ist umgeben von bewaldeten Bergen, die die Landschaft ganz besonders machen. Ja, hallo aus Marmaris. Wir liegen mit AIDA vor Anker, nehmen uns massenweise schwimmendes Geld. Eine Yacht neben der anderen ist das Nizza der Türkei, könnte man meinen. Heute geht's los ins Delta und wir werden die antike Stadt Kaunas besichtigen. Quadrocopter im Gepäck und ich werde mal gucken, ob wir da vielleicht auch ein paar nette Luftaufnahmen machen können. Lassen wir uns überraschen. Wir sind jetzt hier am Delta angekommen. Im Hintergrund sieht man schon die Schiffe, Schilf und ein paar Berge. Da gibt es dann irgendwelche Felsengräber. Hier werden also die Bootstouren angeboten. Und jetzt geht es also los aufs Schiff. Die antike Stadt Kaunas liegt nur eine knappe Stunde entfernt. Mit dem Boot kann man die spektakuläre Landschaft in Ruhe genießen. Hier im Hintergrund sehen wir Schilf, was von den Einheimischen heute noch benutzt wird. Und im Hintergrund sind die Felsengräber, die in den Kalkstein getrieben worden sind. Das ist also relativ weich, lässt sich gut bearbeiten. Und man kann ganz gut erkennen, wie die früher ihre Leute hier bestattet haben. Dass wir vor uns gar nichts haben. Schon von Weitem kann man die Königsgräber erkennen. Sie wurden im lykischen Stil in die Felsen eingehauen. Die Toten wurden dann darin auf Felsbetten aufgebahrt. Von hier aus geht es flussabwärts Richtung Dalyan-Delta zu den eindrucksvollen Ruinen von Kaunas. Wir sind jetzt unterhalb der antiken Stadt Kaunas, sind hier durchs Delta ein bisschen gefahren und werden jetzt gleich abgeholt und werden hochgebracht zu den Ruinen und werden uns das Ganze mal aus der Nähe ansehen. So, im Hintergrund naht unser Viehtransport, unser Traktor, wo wir jetzt hoch zu den Ruinen gebracht werden. So, Treckertour überstanden, kostet 1 Euro. Man kann auch zu Fuß laufen, aber ich denke mal, das ist sinnvoll investiertes Geld. Man hat ein bisschen mehr Zeit hier oben und ist nicht ganz so K.O. Wir haben zumindest hier 26 Grad, blauer Himmel, also schon gut geheizt hier. Der Automat spricht mit einem, hier gibt es die Tickets und jetzt geht's los hier in das allerheiligste Trümmerfeld. Wie auch immer. Im Hintergrund kann man ganz gut das Delta erkennen. Das ist also ein haufenweise Schilf und man kann da mit dem Boot durchfahren. Und wir sind hier eben in Kaunas. Das ist eine antike Ausgrabungsstätte. Ich spare mir jetzt den Geschichtsunterricht und lasse mal die Bilder wirken. Wen es interessiert, der kann bei Wikipedia, bei Marco Polo oder sonst irgendwo nachschlagen. Ist jedenfalls ganz eindrucksvoll, wenn man hier so bei 26 Grad Hitze, relativ blauem Himmel und schöner, netter, trockener Luft rumläuft, dann kommt man sich richtig vor wie ein Archäologe. Möglicherweise weht hier oben immer eine frische Brise. Das heißt, frisch ist zwar nicht ganz so frisch, aber zumindest erfrischend. Schlecht für den Ton hier, aber gut für mich, dann sehe ich nicht ganz so fertig aus. Noch heute können in der antiken Anlage der Stadt Kaunas Ruinen der Akropolis, der Tempel und des Theaters bestaunt werden.
Der AIDA-Landgang hinterlässt auf jeden Fall phänomenale Eindrücke und ein Besuch der antiken Stadt Kaunos ist absolut empfehlenswert.